Einmal bin ich stolz, stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat. Stolz wie auf das, was die Fans geleistet haben. Ich weiß noch, dass einen Tag vorher nachts die Leute für Karten angestanden haben, dass sie eben rund um den Wildpark geschlafen haben. Dass es mir gelungen ist, die Mannschaft morgens vor dem Spiel nochmal nicht zu motivieren, sondern ihnen zu erklären, dass das möglich ist. Ja, never give up. Wir haben damals gab es ja keine DVDs wie hier, sondern Videoanalyse gemacht. In einer ganz einfachen, simplen Form. Ich habe in dem Raum in Büchenau im Hotel habe ich einen Fernseher offen hingestellt. Die Jungs haben davor gesessen. Ich habe die Kassette in den Rekorder eingetan, habe mich hinten hingesetzt und habe den Jungs so 10 Minuten von dem Hinspiel zeigen wollen. Und ich habe dann gesagt, pass mal auf, ich muss den Ton ausmachen, damit die mich versteht. Und während das Spiel lief, habe ich die Farbe rausgenommen aus dem Fernseher, und zwar schwarz-weiß. Sie müssen sich mal anschauen, ein Spiel schwarz-weiß ohne Ton, Katastrophe. Das Spiel in Valencia in diesem tollen Stadion war natürlich ein Highlight, ausverkauft, eine Stimmung ohne Ende. Und wenn man das Stadion kennt, das ist ein wie ein Theater. Und es war natürlich beeindruckend. Und jetzt haben die Spieler gesehen, dass das Spiel gar nicht so dominant war von Valencia. Und der Erste, der das begriffen hat, was ich wollte, war Oliver Kahn. Der hat auf den Tisch gehauen und gesagt, und gegen diese Blinden wollen wir hier ausscheiden. Dann der Wolfgang Rolf, dann der Schuster, das ging so durch. Dann sind wir ins Stadion gefahren, mich dann in die Kabine nochmal gestohlen und habe den Hussein, diesen wunderbaren Menschen, der ja ewig schon dabei ist, der hat aufgepasst, ob der UEFA-Mann kommt. Hab nochmal ein paar Sätze gesagt. Und dann hieß es auf einmal, Trainer, der UEFA-Mann kam. Ich habe mir eine Decke über den Kopf getan, bin in mein Zimmer rein und dann durch diese kleine Tür wieder raus und bin dann in die Eingangstür im Stadion rein. Aber der UEFA-Mann ist nicht gekommen. Das war übrigens der Präsident des österreichischen Fußballverbandes. Beim Rausgehen hat der Kahn und der Schuster, glaube ich, so gegen die Plastikwand geballert. Wenn man dann auf den Platz geht, dass die Spieler von Valencia das Herz in die Hose gerutscht ist. Was ganz, ganz wichtig war, da gibt es 2:10, wo der Oliver Kahn überragend gehalten hat gegen Valencia. Sonst steht es dann 1:3 oder ich glaube, es war sogar, er wäre 1:3 gewesen. Oder der Dirk Schuster auf der Linie geklärt hat. Und es gibt eine Szene, dieses alte Wildparkstadion, wo ja jedes Jahr oder sagen wir mal jede Woche Kreide auf die Torlinie gelegt wurde, damit die schön weiß ist. Und je mehr Kreide, da kommt so ein ganz kleiner Hügel, ist da entstanden. Und der Ball ging in den Innenpfosten und rollte dann nicht über die Linie, weil eben dieser Huppel da war. Der Ball lief, 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 lief und kam dann wieder raus. Nur so ein Glück muss man haben. Und ich sage meinen Jungs immer, egal wo ich arbeite, nur der Tüchtige hat Glück. Und wir waren ja wirklich, das war außergewöhnlich, was da passiert ist. Und ein Spiel kann man einfach nicht vergessen, weil es ein Spiel des Glaubens war. Die haben an sich geglaubt, die Jungs. Die haben sich hochgepusht. Ja? Es war schon was ganz, ganz Besonderes. Ganz später war ich mit Al Ain, also Emirates Club, im Trainingscamp in Valencia. Wir haben auf dem Trainingsgelände von Valencia trainiert und haben dann abends, hat mich der Präsident, der damals auch noch Präsident war, Pedro hieß der, eingeladen zum Spiel. Ich habe dann ein Spiel geguckt in der VIP-Lounge vom Präsidenten und dann hat der Ansager im Stadion den Leuten mitgeteilt, dass der Trainer vom Karlsruher Sportclub da ist und sich das Spiel anguckt.
und meinen Namen genannt. Und sie werden es nicht glauben. Das Stadion hat applaudiert, aber richtig. Das ist unwahrscheinlich. Und das sieht man, das wird nie vergessen. Auch heute, wenn ich so Leute schon mal treffe, Spanier, ich habe ja auch spanischen Co-Trainer gehabt in Jamaika, der Analysemensch, alle reden davon. Oder der Gus Hiddings, den habe ich ja später getroffen in Aserbaidschan, war er Nationaltrainer von der Türkei. Das war immer was ganz Besonderes, ja. Das wird auch im Fußball, wird sowas nicht vergessen, weil es nicht nur, weil wir, sondern der sogenannte kleine Club waren, sondern wie wir gespielt haben, wie wir die Leute, wie wir diesen Verein Valencia Spitzenreiter erdrückt haben, aufgrund unserer Mentalität und dann natürlich unserer spielerischen Überlegenheit. Wir waren ja nicht nur kämpferisch und vom Kopf her weiter, wir waren ja auch spielerisch viel besser, genau wie gegen AS Rom zu Hause, ja. Und das ist eigentlich das Schöne. Das bleibt immer hängen. Länge habe ich es nicht gesehen, aber die Ausschnitte, die in YouTube sind, das geht immer wieder los mit eure Team im ersten Tor, der Pass vom Schütterle zu Bender. Da ist immer der Start. Und manchmal zeige ich den Jungs auch hier, wie man als Mittelstürmer agieren muss, wenn Flanken von rechts zu links kommen. Waren ja die ersten beiden Tore, links Bender, rechts Epsekal. Ja, ersten Pfosten gehen. Die kam ja mit einem Unfall, er hat, glaube ich, viermal überschlagen, also laut Jörg Dahlmann, viermal überschlagen, vier Tore. Der Euro-Eddy war ja ein ganz besonderer Typ, ist immer noch ein ganz besonderer Typ, ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch ist das. Wenn der morgens mit so einem Croissant und einer Tasse Kaffee in die Kabine kam, hat dann gesagt, Morgen Jungs, na, dann war eine gute Stimmung da, immer wenn er so kam, da war schon ein bisschen ein ganz, ganz lieb Verrückter, sage ich mal, verrückt im Umgang mit dem ganzen Geschehen im Fußball. Und ich glaube, es hatte keiner so verdient wie er, diese Tore zu machen. Und wir hatten ja damals, ich glaube, vier Spieler, die zum Berti eingeladen wurden: Schuster, Bender, Reich und Eddie Schmidt. Und ich glaube, Oliver Kahn. Ja, Oliver Kahn war ja dann in dem Kader für die WM 94. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte. Der Berti hatte damals bei der Trainerkauung gefragt, was ist denn mit dem Kahn? Wie ist das einer? Können wir den mitnehmen? Ist das einer, der Ruhe hält? Denn er war ja, oder wenn wäre er Nummer 3 gewesen. Und ich habe ihm damals erklärt, Berti, und wir kennen uns ja sehr gut, sind ja ganz eng befreundet, erinnere dich mal an die WM 72. Als ihr in die DDR verloren habt und dann habt ihr nicht gewusst, was ihr machen solltet. Ihr habt dann den Rainer Bonhof geholt. Der Rainer Bonhof war in Valente immer im Training. Die anderen sind ab und zu mal über die Stränge gesprungen, sind in die ab und zu mal abends abgehauen, nur der Rainer Bonhof nicht. Und ihr habt den geholt und genauso ist Oliver Kahn. Oliver Kahn trainiert enorm, mehr als jeder andere und er ist ruhig. Der war immer ruhig. Der hat nie hat er einmal versucht, sagen wir mal, den Formular über linke Tätigkeiten aus dem Tor zu holen, sondern er hat überzeugt, ja, er hat im Training überzeugt, er hat den Formular im Grunde erstickt von hinten aufgrund seiner Arbeit, aufgrund seiner Power, die er hatte. Und da war nie in einer Phase, wo man sagt, der macht Stress. Ja? Der macht höchsten Stress, weil er viel zu viel trainieren wollte. Und daraufhin hat das der Berti das auch verstanden. Nach dem Spiel, da waren einige Jungs unterwegs. Das nächste Spiel war da gegen Duisburg. Und ich weiß, dass der Michael Tarrat, der hat damals bei Duisburg gespielt gegen uns, die haben 5 Stück bekommen. Und ich habe ihn dann mal gefragt, was hat denn der Evalin, der Trainer, vor dem Spiel gesagt? Ja, die hauen wir weg, die haben schön gefeiert. Ewald, na gut, aber ein Spaß. Aber so war's.